Hallo, willkommen zurück zu unserem Wimmelspaß auf dem elektrischen Stuhl. In der letzten Folge haben wir den Professor gefunden. Genau, den Professor Patterson. Und der hat uns jetzt, mal gucken, ob er noch da ist. Der sitzt hier neben in seinem Räumchen. Genau, da ist er. Und wir sind nebenan in der heimischen Folterkammer und schauen, was wir jetzt hier machen können. Oh. Okay. Oh, ich kann den Strom an- und ausschalten. Okay, was können wir hier machen? Die Kabel versorgen den Stuhl mit Strom. Und jetzt? Ach so, und jetzt müssen wir anmachen. Das sieht aus, als würde das gleich hier durchbrennen. Ich hab's doch gesagt. Und jetzt? Ach, jetzt ist es magnetisiert. Na, guck an. Wir sind schon Profis. Was machen wir denn jetzt? Oh, muss ich jetzt echt mit diesem ekelhaften Arm einer... Nee, ne? So. Na komm. Oh, ich will dieses Spiel nicht machen. Das wird bestimmt ganz doof. Ich will nicht. Oh, jetzt ist das so ein Kackspiel. Balanciere die obere und die untere Waage aus. Klicke auf ein Gewicht und ziehe es auf ein anderes Gewicht, um diese Gewicht... Balanciere die obere und die untere Wagen aus. Klicke auf ein Gewicht und ziehe es auf ein anderes Gewicht, um diese Gewichte auszutauschen. So, da hat sich einfach mal gar nichts getan, ne? Eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, ne? Man müsste ja nur mal rechnen. Aber ist nicht so meine Stärke. Deswegen mache ich lieber Trial and Error. Ha, wir haben unten. Ja, wir haben unten. Das heißt... Nein. Nein. So. Hier sind wir bei 2,3, 1,9, 1,3 und hier mal 2,5, 2 und 1,3. Das muss schwerer werden. Das heißt, einer von denen muss noch... Ja! Oh ja. Oh, super cooler Geheimgang. Oh, das sieht super eklig aus. Was ist das denn? Oh, das sieht schon wieder nach so einem Kackspiel aus. Eine römische Zahl... Oh, römische Zahlen, ist euer Ernst? Da war doch bei dem Professor eine. Da hinten hing doch... Da. Das ist die 6... Kann ich die jetzt irgendwie... Ja, ich weiß, dass eine römische Zahl fehlt. Ich weiß sogar, welche. Wie bekomme ich das aus dem Weg? Hier. Weg. Sollen wir es anzünden? Das Gitter ist zu hoch. Ich kann es nicht erreichen. Was sollen wir denn mit diesem Drecksarm einer Statue? Ich würde hier den ganzen Puff abfackeln, ne? Eine römische Zahl fehlt, ja. Da kann ich ja jetzt auch nichts machen, ne? Seltsame Symbole am Arsch. Ach, das ist jetzt auch wieder so ein Kack. Hier, Dynamit. Erstmal alles schön mit Gas und Benzin übergießen und dann geht's rund. Nein? Okay. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Auch nicht wirklich, ne? Ja, ich weiß.
Ganz ehrlich, Leute, wie kriegt man Spinnweben aus dem Weg? Ah ja, man macht sie weg. Wo müssen wir hin? Was für ein Raum? Hier? Ach, da ist ein neues Wimmelbild. Briefmarke, Schießstöcke, Rollschuhauge, Gasmaske. Rollschuhauge, Gasmaske. Die ist ja eigentlich nicht so unauffällig, die Gasmaske. Gasmaske. Origami. Wo ist der Schwan da? Türklingel und eine Eichel. Türklingel und Eichel. Was war das jetzt? Ach, das Buch. Besen. Wo sind denn die Borsten des Besens? Da ist die Eichel. Ja. Wo sind der andere Teil vom Besen? Buchstabe Z. Was sollen wir jetzt wischen? Was sollen wir jetzt wischen, damit wir den Buchstaben Z rauskriegen, bitte? Da? Nö. Da, dahinter. Da ist er. Yeah. Megafon. Megafon. Das da. Aber wo ist der Besen? Hä? Ach, das, der Reißig soll dann. Alles klar, alles klar, alles klar. Das ging doch mal wieder wie. Das ging doch rucki-zucki. So. Und dann geht's hier runter. Oh, wir brauchen jetzt wirklich diesen Besen, um. Okay. Okay. Ja, schön ordentlich hier. So, da sind jetzt wieder Symbole. Das macht doch keinen Spaß. Der Wasserspeier hält eine Platte mit vier Symbolen. Ich sollte diese Symbole in meinem Journal festhalten. Ich könnte sie später noch gut gebrauchen. Oh, hier, komm. Erstmal den Arm. Ach ne, Der Ochs, Wasser. Was soll das denn sein? Und die drei Dinge. Ochs, Wasser, das und die drei Dinge. Die Kette ist stark. Wie bekomme ich. Hier. Dynamite. Woraus mache ich denn jetzt. Ah, okay. Mache ich so jetzt eine Zündschnur aus dem Benzinkanister? Nee. Ach, das ist schon. Ey. Kommt mir das nur so vor, da haben wir die Folge echt nur Wimmelbilder. Zündschnur, ja. Also, Propeller. Teekessel und Wollknäuel. Teekessel und Wollknäuel da. Der Teekessel. Wo ist er? Da oben. Tannenzapfen, Kopfhörer und Segelschiff. Was war das? Die Schutzbrille. Kopfhörer. Tannen. Da so ein Kugel. Und ein Segelschiff. Und wir klicken mal wieder die Kreide. Ah, oder wir kriegen jetzt die 7. So, Feder, Segelschiff, Schwert. Ein Segelschiff. Da ist es.
Und das Schwert, Zündschnur und Kranich. Komm, wir falten einen Kranich. So. Das geht ja wirklich, okay. Ach, das Schwert war auch noch da. Woraus machen wir denn die Zündschnur? Wir brauchen irgendwie so ein Kabel oder ein Draht oder... Da! Die bestimmt. Haben wir nicht eine Schere? Ja. Zack! Tippitoppi, würde ich sagen, meine lieben Freunde. Und... Ah! Wir können... Was kann man hier noch machen? Da war doch eben... Was war denn vorhin? Was konnten wir denn hier vorhin noch nicht machen? Ach ja. Ach nee, ist ja eklig. So, let's fetz. Hallo? Und boom! Okay. Hallo! Hallo, Hundi! Oh, schon wieder ein Wimmelbild. Mann, wie viel sind das denn heute? Schmetterling. Natürlich können wir den mit Händen fangen. Wir können alles. Harpune? Nein? Wir brauchen ein Schmetterlingsnetz. Fackel-Eue sind da. Dreieck und Dosenöffner. Dosenöffner. Lupe. Korken, da brauchen wir Schlüssel, Schloss, aufschließen und... Handfessel. Gott. Skorpion. Okay, erstmal. Dreieck. Ein Regenschirm. Da ist der Korken. Regenschirm. Oh Leute, das ist so heiß. Ich kann nicht wirklich denken. Da ist der Regenschirm. Ha! Ein Seestern. Da ist ein Fisch. Das ist eine Banane oder so. Fischgräte. Ich bin ja von dem Dreieck noch irritiert. Da. Schmetterling haben wir auch. Tipptopp. Seestern und Dreieck. Das sind alles sichtbare Sachen. Da ist das Dreieck. Und der Seestern ist wo genau? Ist er noch hier irgendwo? Nee, ne? Seestern, Seestern, wo bist du? Ei, wo ist er dann? Herrgott nochmal. Patrick Star, wo bist du? Bin am Verzweifeln. Ich bin wirklich am Verzweifeln. Ich finde das Ding einfach nicht. Da ist es doch gar nicht. Oh Mann. So gut es eben auch lief, jetzt reißt es wieder alles rein. Wo ist er denn jetzt nun? Mann. Freunde, ich finde den nicht. Wo soll der denn sein, Herrgott?
Ich suche auch noch mein Ohr unterm Headset. Es ist nicht leicht. Ich löse jetzt. Da! Ich weiß, was wir mit dem Dosenöffner machen. Da holen wir aus der Küche diese Dose. Damit können wir bestimmt den Hund ablenken. Tipp ich jetzt mal. Komm, das nehmen wir mit, Junge. Dann gehen wir direkt wieder raus. Der Hund, der sieht nicht so happy aus. Ja, der hat Hunger. Friss, mein guter Junge. Friss. Oh, wir haben sein Halsband mit Kette. Gut. Ein Anker. Was machen wir mit dem Anker? Ich probiere mal, ob wir damit vielleicht aus dieser Gefängniszelle da... Nee, ne? Ich dachte, vielleicht können wir... Okay. Hier, was wohl? Ach, da, ohne. Sieht aber auch so eklig aus, ne? Kein Spiel. Dreh die Kacheln um, um gleiche Paare zu finden. Memory! Tada! Ach, guck mal an, wie cool. Aber rüber können... Doch, wir können darüber. Wie soll ich die Truhe öffnen? Liebe Freunde, das ist die Frage, die wir uns beim nächsten Mal stellen, denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Bemerkung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, cheerio!